Liebe Gemeinde, ich grüße euch an diesem Sonntag zu diesem zweiten Online-Gottesdienst, den wir vorbereitet haben in dieser Corona-Krise. Ich begrüße euch mit einem Liedvers, das von Dietrich Bonhoeffer in schweren Zeiten gedichtet worden ist. Da habe ich eine Zeile ausgewählt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dieser Trost, diese Zuversicht mag uns in diesen Tagen begleiten, mag uns Hoffnung geben und uns auf Christus ausrichten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir werden heute eine Predigt hören, die im Rahmen unserer Predigtreihe auch terminiert war und Alex wird diese Predigt halten. Alex ist Studentin in Oldenburg und hat schon einige Male bei uns im Gottesdienst gepredigt. Sie ist eine begabte Nachwuchspredigerin und deshalb freuen wir uns, dass sie auch heute diesen Dienst auf diese Weise an der Gemeinde tun kann. Ich möchte jetzt beten und Alex segnen und den Gottesdienst und die Predigt in dieser Weise unter den Segen Gottes stellen. Vater im Himmel, wir danken dir für die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, als Gemeinde in so einer Krisenzeit auch jetzt Gottesdienst zu feiern, zusammen. Ich bitte dich, dass du Alex segnest, dass du ihre Worte wirklich jetzt zu Worten machst, die unsere Herzen erreichen, dass es für uns eine frohe Botschaft wird in dieser schweren Zeit, eine frohe Botschaft, die direkt von dir kommt. Wir danken dir, Jesus, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir dafür, dass wir eine Gemeinde haben. Gerade in diesen Zeiten ist es so kostbar zu wissen, wir leben als Christen nicht alleine für uns selbst, sondern wir haben eine Gemeinde und wir freuen uns auf den Tag, wo wir uns hier wieder alle miteinander treffen können und dich feiern können. Und bis das möglich ist, wollen wir jetzt dich bitten, dass du diese Wege segnest, die wir jetzt gehen, wo wir miteinander telefonieren, wo wir Online-Gottesdienste haben, wo wir uns gegenseitig schreiben und wo wir auf diese Weise Gemeinde hier vor Ort sein wollen. So bitte ich dich jetzt, dass du Alex segnest und alle Zuhörer und alle Zuschauer, dass du das Wort Gottes in unserem Leben lebendig machst. Amen. Amen. Yes, danke. Richard Feynman, theoretischer Physiker aus dem letzten Jahrhundert, sagte direkt vor seinem Tod: Mir würde es gar nicht gefallen, zweimal zu sterben. Es ist so langweilig. Offensichtlich musste der noch eine Weile darauf warten. Ganz anders als Julius Caesar, die meisten kennen das, auch du, Brutus, seine letzten Worte, kurz bevor ihm sein Sohn das Messer in den Rücken stach. Die Kraft der letzten Worte. Was hängt da eigentlich dran? Pancho Villa, ein mexikanischer Revolutionär, sagte zu einem Journalisten, kurz nachdem er tödlich von einer Revolverkugel verwundet worden war: Sagen Sie, schreiben Sie, dass ich was gesagt hätte. Dieser Wunsch, dass die letzten Worte etwas Bedeutsames seien, zeigt sich darin. Die Frage nach, was soll mal auf deinem Grabstein stehen, ist etwas, was immer häufiger mal gefragt wird. Psychologische Spielchen, man will versuchen, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber die Frage, was sollen deine letzten Worte eigentlich sein? Ich meine, man weiß ja auch nicht so genau, ob man dann noch die Zeit dafür hat, aber mal darüber nachzudenken. Und mich hat das in der Vorbereitung auf diese Predigt bewegt. Die Frage, was sollen meine letzten Worte mal sein? Und ich weiß nicht, wie du, wie ihr das empfindet, aber ich wünsche mir, dass meine letzten Worte voller Liebe sind, voller Ermutigung für wer auch immer, für wen auch immer, der gerade neben mir steht, vor mir steht, der bei mir ist. Und dass sie irgendwie auch ausdrücken, dass es okay ist, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben und wie es gelaufen ist. Nicht so wie zum Beispiel Leonardo da Vinci, dessen letzte Worte gewesen sein sollen: Ich habe Gott und die Menschen beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreichte, die es hätte haben sollen. Oder Jean-Paul Sartre, ein französischer Schriftsteller und Philosoph, dessen letzte Worte waren: Ich bin gescheitert. Und wir wollen uns heute auch berühmte letzte Worte anschauen, nämlich Jesu berühmte letzte Worte. Und dafür lesen wir in Johannes 19, Vers 30, folgenden Vers. Sofern er denn kommt. Jetzt. Genau. Johannes 19,
Vers 30. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Das ist unser Kernvers für heute in unserer Predigtreihe auf Ostern hin. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber in allem, was gerade so passiert, scheint Ostern für mich unglaublich weit weg zu sein. Nicht in ein paar Wochen oder ja, nun wirklich bald, sondern es scheint weit weg zu sein. Und ich glaube aber, dass es gerade jetzt so wichtig ist, dass wir uns darauf besinnen und dass wir darauf zurückkommen, dass Ostern bald ist und was Ostern für uns bedeutet, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb unsere Predigtreihe verwunderlich die Kraft des Kreuzes heute zum Wunder des Ostergeschehens und was die Ereignisse um das Kreuz eigentlich noch mit unserem Heute zu tun haben. Jan hat letzte Woche davon gesprochen oder über das Thema Verlassen gepredigt und hat davon gesprochen, wie krass es war, dass die Dreieinigkeit, die von Ewigkeit her verbunden und zusammen war, am Kreuz getrennt wurde und dass Jesus sich freiwillig in dieses Getrenntsein hineingegeben hat, um uns die Gemeinschaft mit dem Vater zu ermöglichen. Und in diese Situation steigen wir auch diese Woche noch einmal ein. Jesus wurde vorher, er wurde verraten, er wurde verurteilt, er wurde ans Kreuz genagelt und dann, noch einmal zurück, kommt dieser letzte Vers mit den Worten Jesu, es ist vollbracht. Und es ist egal, ob du religiös erzogen worden bist oder nicht, ob du ein Froki bist oder nicht, dieser Satz steht, wir haben ihn eigentlich alle schon gehört und er steht sogar in Listen von den letzten Worten berühmter Leute. Aber was bedeutet es? Es ist vollbracht. Im Englischen steht hier, it is finished, also es ist zu Ende. Aber war es das? War es das Ende? War es ein Ende? Was bedeutete dieser Satz damals? Was bedeutet er für uns heute? Oder bedeutet er überhaupt noch irgendetwas für uns heute? Im Griechischen steht hier das Wort tetelestai, eine Perfektform von dem Verb teleo. Und teleo bedeutet etwas zu Ende bringen, etwas erfüllen oder etwas zum Abschluss bringen. Aber mit dem Ziel, dass dann darauf etwas Neues aufbauen kann, dass etwas Neues entstehen kann. Wie zum Beispiel, wenn man ein Treppenhaus hochläuft. Ich muss erst den ersten Stock hochlaufen und daraufhin, wenn das fertig ist, kann ich den nächsten hochlaufen. Und es baut aufeinander auf. Zur Zeit Jesu wurde dieses Wort hauptsächlich in der Buchhaltung verwendet. Es bedeutete, dass etwas zur Gänze bezahlt war. Also ein Vertrag, ein Verkauf, vorher nur auf dem Papier, vorher nur Theorie, wurde nun durch die Bezahlung des Kaufpreises quasi Wirklichkeit. Er wurde Realität, er wurde also verwirklicht. Und deshalb auch der Titel unserer Predigt heute, Verwirklicht. Und bevor wir jetzt richtig tief reinsteigen, würde ich gerne auch noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater Gott, danke, dass du uns nahe bist. Ganz egal, wo wir sind, ganz egal, mit wem wir zusammen sind oder ob wir alleine sind, du bist da und du berührst uns. Du kennst unser Herz und weißt, wie wir ticken. Und ich bete so, dass wir heute, dass jeder, der das hört und dich sucht, dass wir mehr erkennen von dem, wie du tickst, wer du bist und was dein Tod am Kreuz, Jesus, was es für unser Leben heute noch bedeutet. Bitte schenk uns Gnade. Amen. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Nee, nur einmal zurück. Es ist endlich Wirklichkeit. Was für ein Siegesausruf. Magst du noch mal eine zurückmachen, eine Folie? Danke. Dieser Siegesausruf, den hätte man eigentlich aus dem Mund desjenigen, nicht desjenigen erwartet, der am Kreuze hängt, sondern eigentlich von denen, die ihn ja an dieses Kreuz gebracht haben. Endlich, nach all den Jahren, haben wir ihn endlich dran gekriegt. Da hängt er nun. Es ist vollbracht. Aber kam es nicht. Es kam aus dem Mund des Mannes,
der am Kreuz hängt, Jesus Christus, sagt, es ist vollbracht. Was aber nun war denn vollbracht? Und wenn wir im Text etwas weiter nach oben schauen, finden wir schon zwei Hinweise. Wow, okay. In Johannes 19, ab Vers 23. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Das ist ein Zitat aus Psalm 22, Vers 19. Und ein Stückchen weiter unten lesen wir dann, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sprach er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Und auch hier, es ist ein Zitat aus dem Psalmen, und zwar Psalm 69, Vers 22, dort steht, sie gerben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Und Galle mit Essig wollten die Soldaten Jesus tatsächlich schon auf dem Weg zum Kreuz geben, gegen die Schmerzen als Schmerzmittel. Und er hat es abgelehnt, weil er bis zum Ende bei klarem Verstand sein wollte. Trotz all der Schmerzen wusste er, dass bis zum Ende er einen Plan zu erfüllen hatte, nämlich die Prophetien, die von alters her über seinem Leben ausgesprochen worden waren. Und das finde ich schon spannend, diese zwei Punkte aus dem Psalm, aber das ist natürlich nicht alles. Das Alte Testament öffnet sich komplett von vorne bis hinten, wenn man nach Prophetien auf den Messias hin sucht. Tatsächlich sind es je nach Zählung 300 Stück, die allesamt von Jesus Christus erfüllt wurden. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Zum einen lesen wir ganz vorne in 1. Mose, ja, genau, 1. Mose 49. Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Und wir lesen das von Abraham an über Isaac und Jakob, über nachher den König David, Salomo, bis zu Jesus. Wir haben in Matthäus 1 das Geschlechtsregister. Diese Prophezeiung erfüllt wurde, dass Jesus aus dem Stamm Juda kam und er der große Herrscher ist, dem alle Völker dienen. Auch Jesu Geburt in Bethlehem wurde vorausgesagt in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Besonders beeindruckend und erstaunlich handfest finde ich die Prophetie in Daniel. Und wir haben uns als Gemeinde ja vor einiger Zeit mit Daniel beschäftigt. Und unter anderem ist mir dabei diese Prophezeiung in die Hände gefallen, wo steht in Daniel 9, Vers 25, so wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Jahrwochen. Und 62 Jahrwochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und keine Hilfe finden. Rechnen wir das mal durch. Der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems nach dem Exil kam von Artaxerxes I. im Jahr 457 vor Christus. 7 Jahrwochen, also 49 Jahre, eine Jahrwoche gleich 7 Jahre, 49 Jahre lang wurde Jerusalem wieder aufgebaut, plus 62 weitere Jahrwochen, also 434 Jahre weiter, kommen wir direkt in das Jahr 27 nach Christus. Also den Beginn des Dienstes Jesu und kurz darauf seinen Tod, seine Ausrottung ohne Hilfe. Eine letzte Prophezeiung noch aus dem Alten Testament über Jesu Leben, aus Jesaja 53, Vers 7. Als er gemartert ward, litt er doch willig
und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus verteidigte sich kein bisschen während seines Prozesses. Wobei es hier nicht in erster Linie darum geht, dass Lämmer vor Angst wie gelähmt sind, wenn man sie zur Schlachtbank führt und deshalb keinen Ton von sich geben, was ich übrigens mal in Frage stellen würde. Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Sondern es geht um das Bild dahinter. Jesus wurde am Freitag vor Passa ans Kreuz genagelt. Genauso wie die Lämmer geschlachtet werden zur Vergebung der Sünden. Und wir schauen da später noch ein bisschen tiefer rein. Ich habe das jetzt nur angerissen. Es gibt so viel mehr. Und es ist total spannend, da mal reinzuschauen. Also forscht da gerne nach. Im Alten Testament wird uns prophezeit, dass Jesus durchbohrt würde, dass ihm kein Knochen gebrochen werden würde, dass er für 30 Silberstücke verraten würde von einem Freund. Seine Auferstehung wurde vorhergesagt, sein Dienst vorher in Galiläa und am Jordan, auch die Ablehnung im eigenen Volk und vieles, vieles, vieles mehr. Und diese ganzen Erfüllungen der Prophetien über die Jahrhunderte hinweg, dass er die vollbracht hat, ist schon unglaublich beeindruckend. Aber eigentlich ist es nur das Vorgeplänkel zu dem, was dann im zweiten Schritt genau vollbracht wurde von Jesus in diesem Moment seines Todes am Kreuz. Und das ist mein zweiter Punkt heute, nachdem wir uns angeschaut haben, okay, welche Prophetien wurden in der Vergangenheit ausgesprochen über das Leben Jesu, die er erfüllt hat. Aber was genau passierte eigentlich in diesem Moment seines Sterbens am Kreuz? Und in Lukas 12 lesen wir, wie Jesus sagte, aber von mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss, und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Wo hier vollzogen ist, steht wieder im Griechischen teleo, also bis sie vollbracht ist. Auch hier nicht das Ende, sondern es kommt etwas danach. Jesus hat von Anfang an mit dem Ziel gelebt, zu sterben. Darauf hat er zugesteuert, von Anfang an, weil er wusste, dass die Erfüllung der einzelnen Prophetien, dass die im Grunde nur die Streusel auf dem Kuchen, nur das Tüpfelchen auf dem I waren und der Kuchen selbst, das Große, die große Erfüllung war sein Sterben an sich und seine Auferstehung danach. Was aber passierte zum Zeitpunkt seines Todes? Wir lesen in Johannes 19, Vers 31, dass an dem Freitag, als Jesu am Kreuz starb, Rüsttag war. Rüsttag war der Tag vorm Schabbat, der Tag vor, in diesem Fall, dem Passa-Schabbat. Und Passa oder Pessach ist bis heute eines der größten und zentralsten Feste des Judentums. An diesem Tag wird an die Befreiung der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten erinnert und daran, wie Gott Israel als sein Volk annahm. Und an diesem Freitag vor Passa wurden alle Vorbereitungen für das große Fest getroffen, was am Tag danach ja stattfinden sollte. Und es wurden zum Beispiel ganz feierlich die Passalämmer geschlachtet in dieser Vorbereitung. Und zwar nach einem ganz festen Zeitplan. Und das allererste Lamm, das allerwichtigste, da es das erste war und symbolisch stand für alle anderen Lämmer, die darauf geschlachtet wurden, stand symbolisch für die damit verbundene Sühnung der Schuld des Volkes, wurde genau zur sechsten Stunde geschlachtet. Am Freitag vor Passa. Also um 3 Uhr nachmittags. Und den Vers, den hat Jan letzte Woche schon erwähnt, da wollen wir noch mal reinschauen. In Matthäus 27 lesen wir, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags, also bis zur sechsten Stunde, andauerte. Und Jesus schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Und im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Spannend, hier steht, dass Jesus starb. Im Griechischen steht hier das Wort apphiemi. Das ist ein aktives Wort. Er starb nicht einfach, sondern er gab sein Leben hin. Tatsächlich heißt das Wort sogar wegschicken, es wegtreiben. Aber was hat es eigentlich mit diesem Vorhang auf sich? Der Tempel damals hatte mehrere Abteilungen. Ganz außen der Vorhof, wo das gemeine Volk hin durfte,
dann der Tempel, wo nur die Priester hinein durften, und ganz innen der Kern, das Allerheiligste, wo nur ein einziger Mann, der Hohepriester des Volkes, ein einziges Mal im Jahr hin durfte, um Versöhnung für das Volk zu erbitten. Und dieses Allerheiligste war mit einem Vorhang vom Rest des Tempels getrennt. Und ich habe euch mal ein Modellbild mitgebracht, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Der Bibeltext sagt uns, dass dieser Vorhang zerriss. Und das ist an sich schon symbolisch total wichtig, weil ja dieser Weg zum Vater nun frei war, dieser Weg zu Gott. Aber wie krass es wirklich war, versteht man erst, wenn man weiß, dass dieser Vorhang 10 Meter breit und 20 Meter hoch war und 10 Zentimeter dick. 10 Zentimeter dick. Also ich meine, habt ihr schon mal Stoff gesehen, der 10 Zentimeter dick war? Ich nicht. Mein Oberteil hier, weiß ich nicht, hat das einen Millimeter, wenn überhaupt. Und mit Kraft kann man das ganz sicher zerreißen. Und ich habe gerade letztens erst zugesehen, wie jemand ein T-Shirt zerrissen hat, um daraus Lappen zu machen. Das geht. Aber 10 Zentimeter, ich würde das nicht mal mehr als Stoff bezeichnen. Und dieser Vorhang zerriss von oben nach unten, komplett. Zeitzeugen berichten, dass der Vorhang in 72 Quadraten entstanden ist, verarbeitet wurde und dann zusammengefügt worden war. Und er war so schwer, dass zwei Pferde, die man an beiden Seiten anspannte, ihn nicht auseinanderziehen konnten. Tatsächlich brauchte es, laut Zeitzeugen, 300 Priester, um das Ding zu bewegen. 300! Warum das Ganze? Wofür der ganze Stress? Nun, zum einen musste natürlich sichergestellt werden, dass diese Trennung klar blieb, dass sie niemals aus Versehen sich lösen konnte, zum Beispiel durch einen Luftstoß oder etwas Ähnliches. Es musste also schwer genug sein. Und zum anderen musste er so schwer sein, dass niemand sich unberechtigt Zugang verschaffen konnte zum Vater. Und es war klar, es war nicht möglich, dass ein Mensch alleine diesen Zugang finden kann. Und Jesus macht es möglich. Er ändert das. Er zerreißt den Vorhang von oben nach unten, die gesamten 20 Meter, und macht den Weg frei zum Vater. Frei für mich, frei für dich, für uns als Kirche. Das war das, was er vollendet hat in diesem Augenblick. Neben all den Prophetien, klar, das ist schönes Vorgeplänkel gewesen. Das ist auch wichtig, natürlich. Aber das, was in diesem Moment am Kreuz geschah, hat die Welt verändert, hat alles verändert. Und trotzdem gibt es noch eine dritte Stufe der Vollendung. Jesus hat die Prophetien erfüllt und vollbracht. Er hat die Rettung am Kreuz vollbracht, aber er hat auch dein Leben vollbracht. Was heißt das? Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das Wort vollbracht eigentlich aus der Buchhaltung kam und bedeutet, dass etwas zur Gänze bezahlt war. Mein Leben ist bezahlt durch den Tod Jesu, aber es heißt trotzdem noch viel, viel mehr für meinen Alltag. Die Bibel sagt uns, dass mein Leben schon vollbracht ist. Stellt euch mal ein Buch vor. Wenn wir ein Buch in der Hand haben, dann fangen wir in der Regel vorne an, es zu lesen. Wir schlagen es auf. Es gibt immer so ein paar Strategen, die lesen erst das Ende. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut. In der Regel fangen wir vorne an und wir lesen von vorne nach hinten, von rechts nach links. Die Buchstaben laufen, jedes Wort hat eine Aussage, jeder Satz hat eine Bedeutung. Aber Gott braucht es nicht. Gott schaut von oben herab. Seine Perspektive ist die Perspektive Ewigkeit. Er steht über der Zeit und schaut auf das Ende, bevor es überhaupt begonnen hat. Er kannte dein Leben, bevor es begonnen hat. Und sein Plan für dein Leben war schon vollendet, bevor du überhaupt geboren wurdest. Deswegen sagt uns die Bibel, sagt uns das Wort, dass er uns erkannt hat vor Grundlegung der Welt. Wo waren wir da? Sind wir irgendwie als kleine Babys durch den Weltraum geschwirrt? Nein, natürlich nicht. Wir waren noch nicht physisch da, aber in Gottes Herz kannte er uns schon, weil er das Ende kennt, bevor irgendetwas beginnt.
Und wenn wir das begreifen, ich glaube, wenn wir das wirklich schnallen, dann wird all dieser Kleinkram in unserem Leben, versteh mich nicht falsch, ich will nicht irgendwas kleinreden, auf gar keinen Fall. Aber manchmal rennen wir uns so kaputt mit Kleinkram, der so unbedeutend ist, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und aus der Perspektive Ewigkeit schauen. Was heißt das für uns? Auf Neudeutsch zuerst mal, chill mal. Wir alle wollen ja geistig wachsen und wir wollen uns anstrengen. Aber im Endeffekt kannst du dich anstrengen, so viel wie du willst. Du selbst wirst es nicht vollenden können. Das kann allein Gott in dir, wenn du Ja zu ihm sagst und wenn du ihn suchst. Lass uns mal zusammen den Epheserbrief schauen, in Kapitel 2. Dort finden wir eine Stelle, die uns sehr klar sagt, dass unser Leben schon vollbracht ist oder war, vor Gott. Und dass wir unser Leben anfangen müssen zu betrachten, als wäre es schon vollbracht, damit wir anfangen könnten, im Glauben auch diesen Plan, den Gott für uns hat, zu gehen. Und damit wir dann in unserer Gegenwart und in unserer Zukunft auch die Erfüllung dessen erleben, wie sich mein Leben vollendet und wie sich das Leben anderer dadurch auch gesegnet wird. Das klingt immer so ein bisschen, finde ich, so ein Zeitparadox aus einer Science-Fiction-Serie, etwas, was schon vollbracht ist, aber in meiner Gegenwart noch Zukunft ist. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Und vor allen Dingen nimmt es den ganzen Druck raus. Es nimmt den Druck aus meinem Leben und schiebt ihn auf den einen, der den Druck aushalten kann. Nämlich Jesus Christus, den Beginner und Vollender unseres Glaubens. Okay, Epheser 2, Vers 8. Ne? Danke. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ich glaube, das ist häufig unser Problem. Wir stehen ziemlich gerne im Mittelpunkt. Und wir schaffen es erstaunlicherweise trotzdem, dabei noch demütig zu sein. Oh ihr Lieben, ich bin nur der Diener Gottes, aber ohne mich kann Gott nicht dienen. Wir sagen das natürlich nicht so, aber wir verhalten uns häufig so. Denn wir sind sein Werk. Du bist sein Werk. Sag das mal. Sag mal, du bist sein, ich bin sein Werk. Egal, ob du alleine bist, egal, ob du gerade mit Leuten irgendwie dir das hier anschaust, aber sag das ruhig mal laut. Ich bin sein Werk. Ich glaube, wir müssen das mehr begreifen und diese Sichtweise noch mehr verstehen. Weil du bist sein Werk und was Gott tut, das tut er wohl. Wie ein Kirchenlied aus dem 17. Jahrhundert sagt. Was Gott tut, tut er wohl. Du bist wunderbar geschaffen. Und so oft schauen wir in den Spiegel und wir sehen unsere Schwächen und unsere Herausforderungen und unsere Begrenztheit und wir alle haben das. Aber das ist ja dieser wunderschöne Widerspruch des Evangeliums. Trotz all dieser Dinge sagt Gott, du bist mein Werk und was ich tue, tue ich wohl. Und wenn ich auf dich schaue, dann sehe ich etwas Schönes, etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Und wenn er dein Leben ansieht, dann sagt er, es ist vollbracht. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gott hat einen Plan für dein Leben, der genau darauf abgestimmt ist, wie du tickst. Gott liebt, wie du tickst. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die nicht nach Gottes Willen laufen. Und das Beste, was wir tun können, ist, Gott da echt Raum zu geben und zu sagen, hey, mach du das her, ich kann das nicht. Wir sind ein ständiges Bauprojekt Gottes. Aber Gott ist nicht beunruhigt über dich oder über mich. Er sitzt nicht im Himmel und sagt, oh oh. Mit so einem Leib Christi habe ich nicht gerechnet. Was mache ich denn jetzt? Nein, Gott schaut dich an und er sagt, herrlich, herrlich, ich habe solch gute Pläne für dich. Und wenn du das nur schnallen würdest, würdest ausflippen. Natürlich kannst du dich auch dagegen entscheiden. Du kannst
dein Ding durchboxen. Und eins der meistgewähltesten Lieder für Beerdigungen ist von Frank Sinatra, I Did It My Way. Das kennt ihr alle. I did it my way. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich habe mein Leben bestimmt. Wir alle wollen doch, dass unser Leben nach unserer Nase läuft. Aber wenn ich wirklich in seinem Plan leben möchte, wenn ich am Ende da stehen können möchte und sagen möchte, I did it his way, dann muss ich bereit sein, meinen Plan ein Stück weit aufzugeben und zu sagen, Herr, hier bin ich mit meinen Fähigkeiten und meinen Unfähigkeiten, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen, mit meinen Talenten und mit meinem Unvermögen. Mach du daraus, was du daraus machen möchtest. Und ich glaube, wenn wir dann ordentlich lauschen, dann hören wir vom Thron her ein, ja, darauf habe ich nur gewartet, weil er hat Pläne für unser Leben. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen durch Christus gesegnet hat. Wir sind bereits gesegnet. Wir merken das vielleicht nicht immer, aber wir sind gesegnet. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Moment mal. Gott hat dich auserwählt, bevor er sagte, es werde Licht. Gott hat dich gesehen, bevor die Zeit begann, bevor Zeit überhaupt existierte, hat er dich schon gesehen. Und dann kommen wir manchmal händeringend vor Gott mit unseren Sorgen und auch hier, nicht falsch verstehen. Sorge ist ein berechtigtes Gefühl und muss ernst genommen werden, aber manchmal ist es gut, einfach mal dazwischen zu fragen, okay, Perspektive Ewigkeit, lohnt es sich, dass ich mich jetzt hier so aufrege? Ich glaube, dass wir mehr begreifen müssen, was es bedeutet, dass Gottes Pläne schon vollendet sind und dass sie gut sind und dass wir sie nur noch in unsere Wirklichkeit hinein verwirklichen müssen, indem wir uns einfach an seinem Wort und an seinem Herzen orientieren. Und ich glaube, dass der Feind das Ausmaß dieser Aussage, es ist vollbracht, noch gar nicht begriffen hat. Der hat das noch nicht gecheckt, sonst würde er sich auch nicht so anstrengen gerade. Und es wird Zeit, dass wir das mehr begreifen, gerade in Zeiten wie diesen, damit unser Leben sich verändern kann und damit unser Leben das Leben anderer verändern kann. Vor Grundlegung der Welt hat Gott dich schon gesehen. Er wusste, wie du tickst. Und er hat sich bereits da überlegt, dass er das, dass durch das, was er in dich hineingelegt hat, diese Person in deinem Leben gesegnet werden würde. Und jedes Mal, wenn es nicht danach aussieht, wenn ich Ziele, die ich mir selbst gesteckt habe, nicht erreiche, wenn ich falle, wenn ich versage, kann ich aufstehen und sagen, okay, Moment, das ist nicht das Ende. Es ist vollbracht. Aber es ist nicht das Ende. Was Jesus begonnen hat, wird er vollenden. Hat er vollendet. Noch einen letzten Vers für euch. Aus Philipper 2, Vers 12 und 13. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, also über mich hat er das nicht geschrieben, ich weiß nicht, ob er das über dich geschrieben hat. Ich glaube auch nicht, dass er es über die FCG Oldenburg geschrieben hat. Steile These. Aber gut, ich glaube, wir können diesen Vers trotzdem annehmen für uns als Ermahnung und als Ermutigung. Also wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt eine Geschichte gelesen, die mich sehr bewegt hat und ich gerne noch mit euch teilen möchte. Am 20. August 1989 stießen auf der Themse zwei Schiffe zusammen. Und das eine, das kleinere von beiden, war ein Ausflugsdampfer, auf dem gerade eine Geburtstagsparty gefeiert wurde mit 130 jungen Leuten.
Das Größere der beiden war viel größer. Es war ein Baggerschiff, das das Kleinere im Dunkeln nicht gesehen hatte. Und das allein durch seine schiere Größe das kleinere Schiff hinunterdrückte und im Grunde einfach überfuhr. Und innerhalb einer Minute, weniger als einer Minute, lag das kleinere Schiff auf dem Grund des Flusses. 51 Menschen starben in dieser einen Minute. Aber es passierte noch etwas Erstaunliches in dieser einen Minute. Während nämlich das Baggerschiff, das kleinere Schiff, mit dem Heck zuerst hinunterdrückte, entstand im unteren Teil des Bootes durch das hineinrauschende Wasser ein Sog, eine Art Schlucht, ein Sog, der alles mit sich riss, was irgendwie drinne war. Und eine Frau und ein Kind waren auf dieser gegenüberliegenden Seite dieser Schlucht gefangen und hatten keine Chance, dort wegzukommen. Der Sog hätte sie unweigerlich mit sich gezogen. Und ein junger Mann stand auf der anderen Seite, abseits von diesem Sog, wo Sicherheit war, Wasser immer noch, aber Sicherheit. Und er sah das und legte sich mit seinem ganzen Körper über die Reling hinüber, wo unten das Wasser rauschte, sodass die Frau und das Kind über ihn drüber, wie über eine menschliche Brücke, hinüber konnten, dem Sog entkommen konnten und dadurch überlebt haben. Und diese unglaublich selbstlose Handlung, finde ich, ist ein großartiges Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, meinte er nicht, dass es mit ihm zu Ende ging. Es war keine Überraschung für ihn, wie für Julius Caesar, der plötzlich seinem blutrünstigen Sohn gegenüberstand, weil 3 Tage später stand er wieder auf und er wusste das. Es war auch kein resigniertes Aufgeben, wie bei Sartre, der sagte, ich bin gescheitert. Oder wie Da Vinci, der enttäuscht war am Ende über seine eigene Leistung, die nicht genügt hat in seinen Augen. Nein, es war ein Sieg. Nicht Jesus war am Ende, sondern seine Aufgabe kam hier zu einem Ende. Was war diese Aufgabe? Die Prophetien zu erfüllen, die über ihn ausgesprochen worden waren. Diese Brücke zu bauen zum Vater und dadurch die guten Pläne, die Gott vor Grundlegung der Welt für unser Leben schon beschlossen hatte, verwirklichbar zu machen, damit sie für uns erreichbar sind. Was für ein merkwürdiges Königreich, in dem der Sohn Gottes sein Leben hingibt, um uns eine Brücke zu bauen, um uns Gemeinschaft zu ermöglichen. Die einzige Brücke, die uns aus dieser Schlucht, die uns vor dieser Schlucht, diesem Sog aus Sünde, aus Schuld, aus Scham retten kann und hineinbringen kann in Freiheit, in die Liebe Gottes, in das Licht. Eine Brücke, die wir nur noch überqueren müssen, zu der wir nur Ja sagen müssen und dann nicht nur diese Rettung haben, die Gemeinschaft mit dem Vater, sondern so viel mehr. Ich bete noch zum Abschluss. Vater Gott, ich danke dir für deinen Plan, den du vor Grundlegung der Welt schon ausgeklügelt hattest. Diesen roten Faden, der sich hindurchzieht durch die alten Schriften, der sich in Jesus Christus erfüllt. Danke, dass du deinen Sohn hingegeben hast, um uns zu retten, um uns die Gemeinschaft mit dir zu ermöglichen. Vater, und ich bete, dass jeder, der das hier hört, jeder, der das sieht, über Video, Vater, ich bete, dass du die richtigen Worte in die Herzen fallen lässt und ich bete, dass du ihnen nachgehst und dass du ihnen klar zeigst und sie erkennen lässt, wie du tickst, wer du bist, wie sehr du sie liebst und wie deine Pläne für ihr Leben aussehen. Danke, Vater, dass du bei uns bist, dass wir nie alleine sind, auch wenn wir uns manchmal alleine fühlen. Danke, dass Isolation dich nicht aufhält. Du bist am Werk, heute, diese Woche, dieses Jahr und in Ewigkeit. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche und Gottes Segen.